Falls Sie sich fragen, das Recruiting der Zukunft ist Social, Moment mal, wir reden auch hier über Digitalisierung, bin ich in der falschen Veranstaltung? Nein, alles gut. Aber wir können das eine nicht ohne das andere machen. Ja, beides hängt zusammen und ich habe versucht, so ein bisschen jetzt hier meinen Vortrag aufzuteilen in, ich rede erstmal über Social und dann reden wir über Digitalisierung und dann passt das hoffentlich zusammen. Also ich finde, es passt zusammen. Wie hole ich Sie ab, habe ich mich gefragt. Achso, jetzt habe ich hier den Präsenter, genau. Und habe gedacht, ich liebe Kino. Ja? Komme leider viel zu selten dazu, aber wenn dann, also früher sowieso, sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wer von Ihnen geht gerne ins Kino, wer guckt gerne Filme? Doch ein paar, ne? Können Sie mir, jetzt war ja Oscar-Verleihung, ja? Leonardo DiCaprio hat es endlich geschafft, seinen Oscar gekriegt für den Hauptdarsteller als der Lonesome Trapper, ja, der verloren oder alleingelassen wird von seinem Weggefährten, vom Grizzly angefallen, gegen Urgewalten kämpft er sich ins Leben zurück. Das sind die Geschichten, die Menschen sehen wollen. Können Sie mir ad hoc Filme nennen, wo Sie sagen, großes Kino, also nicht jetzt so die Spezialnische, ja, das Leben der Butterblume oder sowas, sondern wo wir sagen würden, ja, ich glaube, die große Masse der Menschen würde sagen, das ist großes Kino. Fällt Ihnen da was ein? Der Pate. Der Pate? Avatar. Forrest Gump. Forrest Gump. Noch was? Bitte? E.T. Genau. Wunderbar, wunderbare Beispiele. Ich musste selber gucken bei Wikipedia, wer hat denn so den Film, den Oscar für den besten Film in den letzten Jahrzehnten bekommen oder letzten Jahren. Da ist tatsächlich auch ein Gladiator bei oder da Herr der Ringe, aber da sind auch so Slumdog-Millionär, ja, so ganz unaufgeregt ja eigentlich, kein Action, kein Massen, kein Blockbuster. Da ist bei A Beautiful Mind, da ist bei 12 Years a Slave, Birdman, ja. Was glauben Sie, warum haben diese Filme einen Oscar bekommen? Und warum ist ein Film wie Gladiator oder Titanic, warum sind die so erfolgreich? Nicht nur, weil Leonardo da mitspielt. Ich glaube, weil das Filme sind, die uns eine Geschichte erzählen, die wir nachempfinden können. Da geht es um Schicksale. Da geht es um Menschen, meistens eine Hauptperson, manchmal auch eine Truppe, die müssen Gefahren überstehen. Oder die waren mal erfolgreich, und dann sind sie langsam abgedriftet oder ganz plötzlich, ohne ihr Zutun. Und dann gibt es Filme, da kämpft sich diese Hauptperson wieder nach oben. Und dann gibt es Filme, da schafft sie es nicht. Und dann gibt es Filme, da kommt jemand zu dieser Hauptperson und richtet ihn wieder auf. Und Titanic zum Beispiel ist, das wird Sie jetzt wahrscheinlich überraschen, ich glaube nicht, dass Sie es bisher bemerkt haben, ist die Verfilmung des Evangeliums von Jesus Christus. Müssen Sie mal, wenn Sie das nächste Mal sehen, achten Sie mal drauf. 1:1 die Story vom Evangelium. Warum lieben wir solche Filme? Ich glaube, weil wir darin unser Leben wiederfinden. Das Problem ist nur, wir wollen das nur im Kino, oder? Wir gehen in so einen Film, werden berührt, sind bestürzt, und gehen wieder raus und sagen, aber es hat ja mit mir nichts zu tun. Das stimmt aber gar nicht. Ja? Die Schicksale, die wir da im Kino erleben, die haben wir vor unserer Haustür. Und da brauchen wir gar nicht über Flüchtlinge reden. Ja? Das reicht schon, wenn sie in den Häuserblock weitergehen. Ich glaube, wir wollen das nicht an uns ranlassen, weil das ist uns zu eng, das ist uns zu nah. Also gehen wir lieber ins Kino, zahlen 12 Euro und anschließend noch ein Bierchen trinken. Aber ich finde das sehr spannend, was Kino, was Film mit uns macht. Habe mich noch gar nicht vorgestellt, ne? Henrik Zaborowski, 44 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, seit 16 Jahren in der Recruiting-Branche. Ich bin da irgendwie nie rausgekommen. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber es geht in Deutschland irgendwie einmal immer. Ich weiß nicht, ob das in der Immobilienbranche genauso ist. Dieser smarte Herr, der Ihnen da entgegenguckt, ja, von Ihnen gesehen links oben, ich habe meine Diplomarbeit mit Auszeichnung gemacht, bin dann in die Personalberatung gegangen, habe mich eine Zeit lang erfolgreich selbstständig gemacht, war dann 5 Jahre lang erfolgreichster Personalberater in einem Team von 5 bis 10
Personalberatern, habe eine Personalberatung nochmal neu aufgebaut, war dann interner Recruiter, habe da das Recruiting von null hochgezogen und habe mich dann erfolgreich wieder selbstständig gemacht. Ich bin hier Recruiter Slam Champion 2015. Mein Blog gehört zu den beliebtesten Blogs, HR-Blogs in dem deutschsprachigen Raum. Mir hat jemand gesagt, Herr Zaborowski, Sie haben mein Herz berührt. Ein anderer sagte mir, Herr Zaborowski, ich bin Ihr größter Fan. Mein Chef hat zu mir gesagt, Junge, du bist mein Rainmaker. Und mein Kunde hat zu mir gesagt, du bist der beste Personalberater, den ich je hatte. Und jetzt frage ich Sie, wenn ich mich bei Ihnen bewerben würde, weil Sie einen Recruiter suchen, und ich zeige Ihnen diese Historie, würden Sie mich einladen zum Gespräch? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, das würden Sie. Außer Sie hätten jetzt schon den Eindruck, ich wäre zu revolutionär und würde zu viel Geld verdienen wollen. Dieser junge Mann da unten links, der so verzweifelt guckt. Ich habe das Gymnasium abgebrochen, weil ich einfach zu faul war oder vielleicht war ich auch zu dämlich. Ich war auf der Waldorfschule. Das hat mich gerettet, da konnte ich nicht sitzen bleiben. Dann wusste ich lange nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich irgendwann studiert. Das Studium wollte ich zweimal schmeißen, ich hatte aber keine Alternative. In die Personalberatung bin ich nur gekommen, weil ich diese Diplomarbeit geschrieben hatte und die mir ein Jobangebot gemacht haben. Ich hatte doch keine Ahnung, was mich da erwartet. Nach anderthalb Jahren habe ich gekündigt, weil ich die Schnauze voll hatte. Dann war ich 8 Monate arbeitslos. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil es gab nämlich einen Existenzgründungszuschuss. Ja? Also das verlängerte Arbeitslosengeld. Und dann bin ich im Weihnachten 2004 zum Sozialamt, weil ich als alleinverdienender Vater mit 2 Kindern weder Weihnachtsgeschenke kaufen konnte, noch meine Familie ernähren. Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich glaube, ich sollte mich mal wieder nach einem Job umgucken, außerhalb von Bremen. Dann sind wir nach Köln, da wollte ich nie hin. In einen Job, den ich auch nie mehr machen wollte, nämlich Personalberater. Das war 2005. 2006 war ich auf einmal der erfolgreichste Personalberater in dem ganzen Team. Von 0 auf 100. Das habe ich 5 Jahre gemacht, da hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich gewechselt, wir wollten nochmal eine Personalberatung neu aufbauen. Das ist leider gescheitert. Nach einem halben Jahr hieß es Zaborowski, tut mir leid, wir müssen dich leider entlassen. Dann habe ich wieder gewechselt. Mein Chef rief mich nach einem Jahr an und sagte, Henrik, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, du rechnest dich kurzfristig nicht. Eine Woche später haben wir uns getrennt. Und dann hatte ich die Schnauze voll und habe mich wieder selbstständig gemacht mit einem Existenzgründerkredit und der war auch nötig. Ich kann Ihnen sagen, das erste Jahr war eine Katastrophe. Jetzt bin ich 2,5 Jahre selbstständig. Ich werde zu Vorträgen eingeladen. Dieselbe Person. Oder? Frage, wenn ich Ihnen mit dieser Geschichte mich bei Ihnen bewerbe, weil Sie einen Recruiter suchen, würden Sie mich einladen? Nein. Und damit kommen wir zu einem Kern unserer Problematik im Recruiting. Wir haben Personalauswahl, ist eine perfekte Show. Ja? Übrigens genauso wie das ganze Thema also Stellen ausschreiben und sowas. Ja. Ich kriege da immer die Tränen in die Augen, wenn ich die Stellenbeschreibung lese, weil ich denke, das können 3 Leute nicht erfüllen, was ihr da fordert. Ich weiß aber auch, wie das geht. Ja. Da sitzt der Hiring Manager, also der Abteilungsleiter oder sowas, und er sagt erstmal, ich bin so ein cooler Typ, also meine Mitarbeiter, die müssen das und das und das und das und das und das und das können. Also schreibe ich das alles rein. Und jeder, der es liest, denkt sich, aber wenn ich mich darauf bewerbe, impliziere ich ja, dass ich auch so ein geiler Typ bin, der das alles kann. Und dann sitzt man sich gegenüber und macht eigentlich nur Buzzword-Bingo. Ja? Und eigentlich müsste man sagen, pass mal auf, das, was du da forderst, das kann doch gar keiner. Und ich übrigens auch nicht, aber dann kriege ich den Job ja nicht. Wir haben das Problem in der Personalauswahl, wir haben 2 Probleme. Wir haben völlig unzulängliche Personalauswahlkriterien. Jetzt muss ich mal überhaupt erstmal gerade fragen, wer hat bei Ihnen denn mit Recruiting überhaupt zu tun? Sei es nun als irgendwie Fachbereich, der halt einstellt, oder Personaler. Da darf ich mal ganz kurz sehen. Gut, okay, die anderen, vielen Dank, sind doch in der Minderheit. Ne? Die anderen müssen einfach mit dem Bewerberauge zuhören. Vielleicht wollen sie sich ja irgendwann nochmal bewerben. Kann ja sein. Unsere Auswahlkriterien, wie sind die denn? Wie machen Sie die Vorauswahl? Sie werden es nicht anders machen als alle anderen, die ich kenne auch. O
Das ist aber ein schönes Bewerbungsfoto. Da gucke ich doch noch mal weiter. Oh, was hat er denn hier an der TU Berlin studiert? Immobilien, Gebäudetechnik. Das ist ja super. Das ist ja genau unser Mann oder unsere Frau. Und in der Regel Studienzeit. Und noch zwei Praktika gemacht. Und einen Schwerpunkt in keine Ahnung was. Und jetzt lese ich mir natürlich auch noch das Anschreiben durch. Sind da auch keine Rechtschreibfehler drin? Schreibt er auch schön was Schönes über uns? Warum er uns so toll findet? Ja, den lade ich ein. Darf ich fragen, was hat die Fähigkeit, ein Gebäudeausrüster zu sein, ja, damit zu tun, ob ich ein schönes Foto habe oder ein gutes Anschreiben schreiben kann? Wenn Sie jemanden suchen, der Journalist sein soll, dann achten Sie es aufs Anschreiben. Aber wenn Sie einen Controller oder einen Gebäudeausrüster suchen, meine Güte, wie oft schreibt der ein Anschreiben? Hoffentlich einmal in 5 Jahren. Ja? Und wie der aussieht und wie das Foto aussieht. Für einen Fotografen, ja bitte, achten Sie aufs Foto. Aber diese Kriterien, die wir da anlegen, die sind ja null und nichtig, das ist nichts. Und dann gehen wir auch noch weiter und wir gucken uns auch noch die Noten an. Ja? Und auch noch das Abitur. Ich kenne Geschäftsführer, der sagt, ich will von jedem, selbst wenn er seit 20 Jahren im Job ist, will ich das Abi-Zeugnis haben. Und wenn der 12 Punkte in Mathe hatte oder weniger, dann kommt er bei mir nicht weiter. So, ich muss ein bisschen aufpassen, ich komme ins Geschichten erzählen. Ne? Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Noten in Schule und Studium null Aussagekraft über den beruflichen Erfolg haben. Null. Aber zeigen Sie mir von 105 Personaler, die nicht darauf achten. Und wissen Sie was, das ist auch normal. Ganz ehrlich, wenn Sie mein Abschlusszeugnis von der Waldorfschule lesen, ja, da steht drin, in allen Fächern, wenn er denn mal bemüht war, waren seine Ergebnisse auch ganz okay. Offensichtlich war ich nie bemüht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe das alles ausgeblendet. Wann habe ich das erste Mal mich auf den Hintern gesetzt und gelernt? Als ich in der höheren Handelsschule war und mit Klassenkameraden da saß, wo ich dachte, oh nein, und das ist jetzt mein Niveau, jetzt musst du mal Gas geben. Da war ich 18. Und was war ich dann? Fleißig. Ich war fleißig. Und wissen Sie, wo die meisten guten Noten herkommen, außer sind ein Genie? Weil sie fleißig sind. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum die Mädels in der Regel bessere Noten haben, die sind fleißig. Das ist nämlich sozial erwünscht, damit Papi auch schön sagt, Mädchen, das hast du fein gemacht. Ja? Den Jungen interessiert das weniger. So, übrigens auch eine Studie, bitte keine Querdenker. Ja? Führungskräfte wollen keine Querdenker. Warum? Ja, die machen Arbeit. Aber die sollen ja Arbeit wegschaffen. Ja? Und dann sagt der Querdenker mir, Chef, du hast mir ja gesagt, ich soll das und das machen, ich habe das anders gemacht. Ja, wieso, du hast das anders gemacht? Ja, das war so und so viel besser. Ja, finde ich jetzt aber doof, weil ich habe mir ja was dabei gedacht. Ja, dann müssen wir das nächste Mal diskutieren. Nein, ich will das nicht mit dir diskutieren, du sollst das einfach machen. Thema Digitalisierung. Tim Kohl hat es ja schon gesagt, disruptive Innovation ist so ein Stichwort. Ja? Ganze Branchen stürzen in den Abgrund oder stehen zumindest kurz davor. Wer kann das denn lösen? 5 Unternehmenslenker ganz oben, die nichts mehr wissen von der Basis und vom Kunden? Ernsthaft? Nee. Die Mitarbeiter an der Basis, die mit dem Kunden und mit dem Markt zu tun haben, die wissen, was läuft. Sollten sie zumindest, wenn sie die nicht gerade irgendwie fesseln oder sowas. Das andere Problem mit diesem ganzen Fleißig und Noten und so ist, das ist ja ganz menschlich. Nochmal, also wenn Sie mein Zeugnis lesen, dann sagen Sie ja, oh Gott, der Zaborowski, der ist wahrscheinlich immer noch so. Das Risiko ist mir zu groß. Ja? Aber wenn Sie dann ein Studium, ich meine, ich habe jetzt mein Studium mit 1,7 abgeschlossen, ja gut, in Bremen, das ist jetzt auch nicht die Welt, ja? Ist jetzt nicht KIT oder sowas. Ja? Aber nichtsdestotrotz, das war vorzeigbar. Ja? Und dann denken Sie natürlich, oh Mensch, der Junge, der kann ja was, dann kann der das bei mir auch. Ja? Dann ist er zumindest vielleicht fleißig oder einigermaßen intelligent oder sowas. Das Problem ist, wir wollen ja immer erfolgreiche Menschen einstellen. Ja, alles andere ist ein Risiko. Ist so. Aber was hatten wir denn vorhin gerade festgestellt? Es gibt Menschen, die sind erfolgreich und auf einmal nicht mehr. Sehen wir jeden Tag im Kino. Und es gibt Underdogs, ja, Herr der Ringe, die Gefährten,
der schwimmt immer so mit und irgendwann im entscheidenden Moment, wo keiner mit ihm rechnet, wächst er über sich hinaus. Und wir alle schreien, ja, wir haben schon immer gewusst. Aber bewerben Sie sich mal als Underdog irgendwo. Da schreit keiner, ja, wir haben schon immer gewusst. Also passen Sie auf, Sie müssen mir nicht glauben, ich bin so ein Feldwald- und Wiesentyp. Leopold Hüfner ist ein Top-Executive-Coach und Managementberater. Das heißt, er berät Aufsichtsräte, wenn die ihre Geschäftsführungsposition in Unternehmen setzen wollen. Ja? Und der sagt, und das finde ich jetzt interessant, weil der macht das seit 20, 25 Jahren auf einem hohen Niveau, Zahlen, Daten, Fakten, selbst vorgewiesene und glaubhaft berichtete Erfolge sind nur bedingt aussagekräftig. Ein wenig, sehr schön finde ich das, ein wenig zuverlässiger als Titel und Noten. Ja? Aber noch immer keine Gewähr dafür, dass der Kandidat die Herausforderung der neuen Aufgabe ähnlich gut oder besser meistern wird. So, da haben Sie es. Also Sie gucken nach dem bisherigen Erfolg und Hüfner sagt, können Sie vergessen, ist keine Garantie. Fühlt sich aber besser an, als wenn Sie jemanden einstellen, der sagt, ich bin bisher immer nur gescheitert, oder? Ich meine, Sie müssen das auch irgendwie vertreten. Ja? Nils Pflegig, weiß nicht, ob der Ihr Begriff ist, ein tolles Buch geschrieben, Organisation für Komplexität. Der war jahrelang Controller in Konzernen. Und hat sich irgendwann gesagt, was machen wir hier überhaupt? Wir kontrollen und entwickeln die dollsten Dinge, es ändert sich sowieso nichts. Ja? Und er sagt, Management, das hätte ich beinahe was gesagt, können Sie vergessen. Die ganzen Managementmethoden, wann sind die erschaffen worden? Im Industriezeitalter, da haben Sie gesagt, ich habe Arbeitsschritte A, B und C und dann bekomme ich Produkt D. Ja? Und wenn ich A, B und C doppelt so schnell mache, bekomme ich doppelt so viele Produkte. Industriezeitalter. Und dann habe ich Management. Dann kann ich Schritte festlegen, Ziele festlegen. Gilt alles nicht mehr für die Digitalisierung. Er sagt, schmeiß die ganzen Managementmethoden raus. Die sind für die Katz. Zieht die Mitarbeiter ein. Und er sagt, viele Organisationen sind vom Dogma individueller Leistung durchdrungen. Dabei ist Einzelleistung ein Mythos. Und da sind wir wieder bei Hollywood. Gucken Sie sich doch die ganzen Helden an. Die hatten alle ihre schwachen Momente. Die sind alle mal gefallen, die hatten alle mal ihre Zweifel. Und wer ist dann, was ist dann passiert? Haben die sich wie Münchhausen mit dem Schopf aus dem Sumpf gezogen? Nein, die hatten Gefährten. Die hatten irgendwen, der sie angepackt hat und gesagt hat, Junge, du schaffst das. Oder Mädel, bleib dran. Der ihnen Möglichkeiten eröffnet hat. Und dann sind wir beim Umfeld. Ja? Da sind wir bei dem Umfeld, in dem wir leben und arbeiten. Und Dr. Hossip, dem Personal dann sicherlich ein Begriff, einer der Eignungsdiagnostik-Päpste in Deutschland schlechthin, ja, der sagt ganz klar, da ging es um, ich habe ihn mal interviewt und gefragt, gibt es eignungsdiagnostische Tools, Instrumente, mit denen ich vorhersagen kann, ob jetzt dieser Bewerber erfolgreich sein wird. Und er sagt, das Problem ist, dass wirklich niemand ein auch nur im Ansatz funktionierendes Modell vom individuell verursachten beruflichen Erfolg hat. Und jetzt, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber könnte es sein, wenn Sie heute sagen, hey, ich bin erfolgreich, ich habe eine geile Karriere gemacht, dass Sie damit gar nicht so viel zu tun hatten? Also könnte es sein, dass Sie in der Branche waren, mit einem Produkt zu tun hatten, da hätten Sie jeden ransetzen können und der wäre erfolgreich gewesen? Weiß ich nicht. Könnte sein, oder? Was veranlasst Sie zu glauben, dass Sie der Grund Ihres Erfolges sind? Wissen Sie, das ist jetzt ein bisschen sehr weit, aber glauben wir ernsthaft, dass in den afrikanischen Ländern, wo Millionen Menschen vielleicht das dritte Lebensjahr noch nicht mehr erleben oder mit 8 Jahren ihre Familie versorgen müssen, weil die Eltern gestorben sind, dass die dümmer, unfähiger sind als wir? Warum sind die nicht erfolgreich? Warum führen die nicht so ein Leben wie wir? Ja, weil sie die Umstände nicht haben. Wir bauen auf was auf. Wir haben Bildung. Vielleicht hatten sie Glück, ihre Mama hat sich gesund ernährt. Geburt lief problemlos. Es hat sich jemand um sie gekümmert als Baby. Hatten sie damit irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Und das ist halt der Punkt, warum ich sage, Personalauswahl, so wie es heute läuft, kann nicht funktionieren. Weil wir haben die falschen Kriterien und das auch noch auf 2 Seiten DIN A4, digital meinetwegen, als PDF. Und wollen Sie mir ernsthaft
glaubhaft machen, dass sie ihre Persönlichkeit auf zwei Seiten transportieren können. Man sagt ja immer, ne? Transportieren Sie Ihre Persönlichkeit in der Bewerbung. Wie flach soll Ihre Persönlichkeit sein, wenn ich fragen darf? Ich kenne Sie nicht, aber ich unterstelle Ihnen, da brauchen Sie ein paar mehr Seiten als zwei oder drei. So, und damit haben wir jetzt ein Problem. Personalauswahl taugt nichts, wir müssen aber trotzdem Leute einstellen und auswählen. Was machen wir? Und jetzt nähern wir uns der Digitalisierung. Netzwerke. Ich bin ein ganz großer Freund von Netzwerken. Ich habe damals bei meiner Diplomarbeit 2001 schon gesagt, das Recruiting muss eigentlich über Netzwerke laufen. Warum? Also A, ganz pragmatisch, wenn ich mit meinem komischen Werdegang mich irgendwo bewerbe, wo sich andere Leute auch bewerben, dann habe ich keine Chance. Ja, so. Da werde ich gleich aussortiert. Der durchschnittliche Recruiter braucht 10 Sekunden, um Bewerbung zu scannen. Wie seriös das sein soll, weiß ich nicht. Und ich meine, Sie haben sich 3 Stunden Zeit gegeben für einen schönen Lebenslauf, ein schönes Anschreiben und sowas. Ja? 10 Sekunden, schon hart. Also deswegen habe ich gesagt, am besten gar nicht erst bewerben, sondern über persönliche Kontakte in die Unternehmen rein. Das war damals schon mein Ansatz. Und ganz ehrlich, das funktioniert heute. Das hat früher auch schon funktioniert, aber heute funktioniert es noch besser. Und jetzt brauchen wir auch gar nicht digital zu werden, diese Projekte, die hier vorhin prämiert werden, ja? Wenn ich mir überlege, Sie sind in so einem sozialen Brennpunkt oder Haus und Sie haben Menschen, Jugendliche, die Sie betreuen, ja? Und so ein 16-Jähriger, Chaot, will sich irgendwo bewerben, Kfz-Mechaniker oder sowas, was soll der denn schreiben in seinem Lebenslauf? Was würde ich denn als Kfz-Meister machen, wenn der Junge sich bewirbt und ich weiß, wo der wohnt? Ich gehe dahin und spreche mit den Betreuern. Und spreche mit seinem Umfeld und sag mal hier, der Zaborowski hier, was kann der denn? Ist das nur ein Schnacker oder kann der auch ein bisschen was? Ist der vertrauenswürdig? Ist er zuverlässig? Das sind doch die Informationen, die ich brauche als jemand, der einstellt, oder? Die lese ich aber nicht im Lebenslauf. Da muss ich jemanden fragen, der den kennt. Und das ist das mit dem Thema Netzwerke. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, Zaborowski, wissen Sie was, ich habe im Jahr 100 Stellen zu besetzen. Und wenn ich mal mein ganzes Netzwerk zusammenzähle, das sind 200 Leute. Und die machen alle was ganz anderes. Wie soll ich bitte meine Stellen über Netzwerke besetzen? Stimmt nicht. Thema Digitalisierung. Sehen Sie den Unterschied zwischen der realen und der digitalen Welt? Die digitale Welt ist riesig. Die reale Welt können Sie vergessen. Was meine ich damit? Wenn Sie normalerweise früher jemanden gesucht haben, haben Sie eine Anzeige geschaltet, weiß ich nicht, hier Berlin, irgendwelche Berliner Zeitungen oder vielleicht in der FAZ. Und dann haben Sie 2 Wochen gewartet, dann wussten Sie, in 2 Wochen trudeln die Bewerbung ein, in der 3. Woche kommen noch ein paar Nachzügler, dann mache ich die Auswahl. Und dann war Bewerbungsprozess abgeschlossen. Und Sie sind nicht mehr aufgetaucht. Und die Bewerber auch nicht mehr bei Ihnen. Jetzt haben wir die Digitalisierung. Sie schalten eine Anzeige oder schreiben einen Text. Anzeige weniger bei StepStone oder sowas, ja, aber Sie schreiben einen Text auf Ihrer Homepage und den liest jemand in 5 Jahren, weil der immer noch zu finden ist. Und sagt, was haben die damals hier für ein Projekt gemacht mit dem iPad und so? Wie cool ist das denn? Damit möchte ich mich mal näher beschäftigen. Wer hat denn das geschrieben? Ja, der Zaborowski. Den funke ich mal an. Und dann kommen Sie mit Leuten ins Gespräch, die sind auf Ihrer Augenhöhe, fachlich. Oder besser vielleicht. Warum? Weil Sie mal einen Artikel geschrieben haben, einen Blogartikel zum Beispiel, der in der analogen Welt weg ist. Die Zeitung von vor 5 Jahren, die liest keiner mehr, die ist im Altpapier. Im Internet finden Sie alles wieder. Die digitale Welt ist riesig und Ihr Netzwerk ist auch riesig. Tim Kohl, habe ich eben gerade die Hand geschüttelt, ich sage, hallo Herr Kohl, wir kennen uns indirekt über Facebook. Es gibt nämlich einen gemeinsamen Bekannten und der postet dann immer was und dann schreibt er immer all die Leute an, von denen er glaubt, die sagen da was, können da was zu sagen. Und da war ich jetzt 2-3 Mal mit ihm da in dieser Reihe. Und als ich das jetzt las, dass er heute hier ist, dachte ich, wie cool ist das denn? Ich habe in den letzten Monaten 2 Teamleiterpositionen oder Leitungspositionen Recruiting besetzt, nur über mein Netzwerk. Mich rief einer an und sagte, Zaborowski, hier, ich höre auf, meine Stelle wird frei, kennst du nicht jemanden?
Und dann sind wir ein paar Namen durchgegangen. Und er sagt dann, nee. Ich sage, alles klar. Es gibt eine Facebook-Gruppe, da tummeln sich so ein paar Personaler, die auch bloggen und sowas. Und da habe ich das reingepustet. Eine Stunde später bekam ich eine Nachricht über Facebook. Henrik, hast du da mal mehr zu? Ich kenne da eventuell jemanden. 2 Tage später rief mich derjenige an. Eine Woche später haben die sich schon getroffen. Der ist es dann auch geworden. Eine andere Stelle, da hatte ich jemanden auf dem Schirm und habe den auch angesprochen, der wollte auch. Und dann haben die Bewerbungsgespräche geführt. Und wie das bei Bewerbungsgesprächen also immer so ist, ne? Das ist eine Stunde, anderthalb und dann sind sie vielleicht mal schlecht drauf. Und das erste Gespräch war super und das zweite Gespräch war, oh, weiß ich auch nicht. Wie ist denn der so, Henrik, du kennst den noch ein bisschen. Ja, ich kenne den ein bisschen. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, wie ich ihn wahrnehme. Und dann haben die nochmal ein drittes Gespräch geführt und haben gemerkt, ja, das passt. Dann war Sicherheit da. Und dann kann man eine Entscheidung treffen. Wir führen 2 Gespräche, 1,5 Stunden und glauben ernsthaft, wir können einschätzen, ob derjenige, der Bewerber, den Job kann. Doch nicht im Ernst. Dazu gibt es eine Probezeit. Abfedern könnten wir es aber wirklich, indem wir Menschen fragen, die ihn kennen. Und zwar nicht nur den Namen, sondern halt auch sagen können, wie der arbeitet. Wenn Sie in meinem Umfeld fragen, der Zaborowski, kannst du ihn denn empfehlen? Dann würden die sagen, mit Einschränkung, kommt drauf an, wofür. Genaues Arbeiten auf jeden Fall nicht. So, und Time-Management auch nicht. Ein Job für Dennis bitte, fand ich eine sehr coole Aktion. Ja? Eine Agentur hat einen Praktikanten und der Praktikant kommt irgendwann an und sagt, Jungs, also Chef, kannst du mir ein Zeugnis schreiben? Ich mache jetzt demnächst meine Bachelorarbeit und muss noch mal einen Praktikumsplatz suchen. Und was haben die gemacht? Die haben das in das World Wide Web gepustet und haben gesagt, hier, der Dennis, der sucht einen Job. Und wenn ihr was wissen wollt, ruft uns an. Wir können euch ja was erzählen. Der hat ja für uns gearbeitet. Natürlich in der Hoffnung, dass der Junge irgendwann mal wiederkommt. Ja? Aber sie haben erst mal was Gutes getan. So, ich habe das gesehen. Was habe ich gemacht? Ich habe das in mein Netzwerk gestreut. Ja? Und habe auch direkt jemanden auf dem Schirm gehabt, für den der passen könnte. Und habe geschrieben, liebe Vanessa, guck doch mal. Ist das nicht jemand für euch? Und wie kann ich das? Die Frau habe ich 2-mal gesehen bisher. Wenn ich meine Visitenkarten hätte, die 2500 vielleicht, da steigt doch keiner mehr durch. Aber ich habe meine Kontakte in meinen Netzwerken getaggt. Ich habe ein einigermaßen gutes Gedächtnis. Ich finde die Leute immer wieder. Ich finde sie immer wieder. Und dann kann ich fragen. Und kann sagen, guck mal, das wäre doch jemand für dich. Oder kennst du nicht jemanden der? Und wer macht das möglich? Oder was macht das möglich? Die Digitalisierung. Natürlich gibt es auch so ein paar Gimmicks. Also schalten Sie noch Stellenanzeigen in den klassischen Jobbörsen? Wahrscheinlich, oder? Auch noch Print, für manche Stellen funktioniert das auch. Ja? Ich habe früher immer gedacht, also als Personalberater, Stellenanzeigen, vergiss es, liest eh kein Mensch mehr. Ich habe inzwischen gemerkt, doch, für manche Positionen gilt das. Aber mit Google oder Google AdWords können Sie genauso gute, wenn nicht bessere Ergebnisse erreichen und das viel günstiger. Es gibt Indeed inzwischen als Meta-Jobsuchmaschine, die ist so aufgebaut wie Google, genauso schlank. Da zahlen sie mit Kost per Klick. Also sie zahlen nur, wenn jemand diese Anzeige anklickt, wie bei Google AdWords. Sie zahlen keine 900 Euro und bekommen dann 500 Besucher oder auch nur 5 und sie zahlen immer 900 Euro. Wie blöd ist das denn? Das ist das alte Modell. So. Aber muss doch gar nicht mehr, Sie können das doch messen. Und dann sagen Sie doch, du besorgst mir lieber Jobbörsenbetreiber oder liebe Google, du besorgst mir 500 Besucher, nach Möglichkeit auch passende, dafür kriegst du mehr Geld. Besorgst du mir nur 5, kriegst du weniger Geld. Es gibt Network Monkey oder Jobberate, das sind Tools, die sagen Ihnen in Ihrem Netzwerk, wer ist wechselwillig. Das machen die daran fest, wer hat zum Beispiel seinen Titel neu eingetragen oder wer pflegt gerade sein Online-Profil auf Xing oder sowas. Ja? Wer sein Xing-Profil pflegt, sind Sie auf Xing? Oh, ein bisschen, ja. Also wer sein Netzwerk, sein Profil auf Xing pflegt, der ist auf Jobsuche. Der hübscht sich auf, ja, die Braut hübsch machen. Facebook, ja, ich bin mir sicher, Sie nutzen das für Ihr Produkt, für Ihre Wohnung, ja. Nutzen Sie das auch mal für Stellenanzeigen, also für Jobs. Und noch viel cooler ist, Sie posten keine Stellenanzeigen, sondern Sie lassen mal Ihre Top-Spezialisten mal was Fachliches schreiben.
Es gibt eine IT-Firma, die machen so ganz viel mit agil und so, und da schreiben die Entwickler, schreiben einmal die Woche oder alle zwei Wochen schreiben einen Artikel. Und das wird so oft gelesen, von wem? Von genau denselben Spezialisten, die aber woanders arbeiten, und die sagen, wie cool ist das denn, was ihr da macht und was müsst ihr denn alles können? Kann ich mich bei euch bewerben? Die schalten keine Stellenanzeigen. Geht auch. Digitalisierung. Und Truffles ist was ganz Schönes. Tinder kennen Sie vielleicht, nein, kennen Sie nicht. Ja, da wischen Sie so durch, wenn Sie auf Partnersuche sind. Nach links heißt, finde ich doof, nach rechts, ja, möchte ich kennenlernen oder so. Das können Sie mittlerweile mit Jobs auch machen. Ist sehr, sehr schick, sehr schlank, mobil. Ja? Heute, ich fahre immer Straßenbahn, S-Bahn, da sitzen immer alle, ich auch, hier, mobil. Ja? Da kann man perfekt Jobs suchen, wenn sie mobil optimiert sind. Sind Ihre Jobs mobil optimiert? Müssten Sie vielleicht mal gucken, wahrscheinlich nicht. Schlimmste ist, Sie haben noch ein PDF dranhängen. Ich komme zum Schluss. Führungskräfte rekrutieren über ihre Netzwerke. Und da gehe ich jetzt mal ganz steil in die Zukunft. Wird sich nachher eh keiner mehr daran erinnern. Ich sage, in 20 Jahren, ja, die Spezialisten finden nur noch über die direkten Führungskräfte zu Ihnen. Wenn Sie als Führungskraft sich keinen Namen aufbauen, keine Reputation und sich kein Netzwerk aufbauen, wer als Spezialist soll noch zu Ihnen kommen? HR kann das nicht. HR erkennt noch nicht mal im Zweifel den Spezialisten. Und der hat auch überhaupt keine Lust, mit HR zu sprechen. Der kann sich die Jobs aussuchen. Was will der? Der will wissen, für wen arbeite ich denn da eigentlich und was kann der? Also wenn Sie sich als Führungskraft keinen Namen machen, und das ist, glaube ich, in der Immobilienwirtschaft, ich meine, Sie sind ja so ein bisschen hier Familie zumindest in dem Umkreis, ja? Wenn da einer aufsteht und sagt, ich mache mir jetzt einen Namen für Thema Punkt, 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 dann garantiere ich Ihnen, in 3 Jahren, wenn Sie rufen, ich suche jetzt einen Mitarbeiter für den und den Bereich, haben Sie kein Problem, jemanden zu finden. Bin ich mir ganz sicher. Aber wenn Sie keine Sau kennt, dann sagt jeder, was ist das für eine Firma? Ja, ach ja, ach, da gibt es auch noch andere. Und wer ist das? Für wen soll ich da arbeiten? Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Kann der was? Weiß ich nicht. Steile These von mir. In 20 Jahren macht HR kein Recruiting mehr für Spezialisten. Das läuft alles über die Führungskräfte. Weil die sind vernetzt und werden empfohlen im Netzwerk. So, von daher, wenn Sie jetzt sagen, ich habe noch 10 Jahre, dann gehe ich in Rente, dann sagen Sie, vergessen Sie, was der Zaborowski gesagt hat. Wenn Sie noch ein bisschen jünger sind und Sie haben noch ein paar Jährchen, würde ich Ihnen empfehlen, fangen Sie jetzt an, ein Netzwerk aufzubauen. Es lohnt sich. Vielen Dank.